Alle Jahre wieder steht die Schifferstadt Roßlau im August im Fokus der Öffentlichkeit. So wird es auch in diesem Jahr sein, wenn die Stadt zum 21. Roßlauer Heimat- und Schifferfest aufruft. Vom 23. bis 26. August wird einiges geboten und dass das allein mit persönlichem und ehrenamtlichem Engagement nicht zu realisieren ist, dürfte klar sein. Immer weniger finanzielle Unterstützung kommt aus der Stadt, wie auch bei der momentanen Haushaltslage. Auch aus diesem Grund heraus haben sich die Organisatoren wieder eine Benefizveranstaltung am 12. Mai auf der Wasserburg vorgenommen. Doch das ist noch nicht alles. Ideen zu haben, die Geld einspülen für die Finanzierung unseres Festes. Und da sind wir jetzt auch schon bei der Veranstaltung, die als nächstes ansteht. Wir haben natürlich neben den ganz herkömmlichen Methoden, Spendenbüchsen aufzustellen, überlegt, wie wir die Menschen auch wirklich mitnehmen können, es zu ihrem Fest zu machen und auch wirklich zu argumentieren, wenn ihr das Fest wollt, dann tut auch was dafür. In diesem Sinne haben wir im letzten Jahr unsere Treue- und Sympathie-Button entwickelt. Diese Button wird es in jedem Jahr geben, in jedem Jahr in einer anderen Farbe, ursprünglich grün, in diesem Jahr in lichtblau, werden sie für 2,50 Euro verkauft. Sie sind äußeres Zeichen dafür, ja, ich stehe zu meinem Fest und ich habe meinen Beitrag geleistet. Man kann diese Button sammeln, in jedem Jahr, wie gesagt, in einer anderen Farbe. Im Moment verkaufen wir die Button auf großen Festen, bevor wir dann in den einzelnen Ladengeschäften diese anbieten. Mit dem Kauf der Sympathie-Button für 2,50 Euro unterstützt der Käufer das 21. Roßlauer Heimat- und Schifferfest. Der Button ist ein schmückendes, fortlaufendes, nummeriertes Element und jährlich neu aufgelegt, also ein Sammlerstück. Und zum Benefiz auf der Wasserburg werden wieder zahlreiche Vereine ihre Arbeit vorstellen. Für einige Aktionen wird um einen Obolus gebeten, der dann ebenso wie der Reinerlös der Eintrittsgelder, die im Übrigen 2 Euro kosten, dem Schifferfest zugutekommen. Am Abend ist eine Disco für junge Leute und Junggebliebene vorgesehen. Hierfür gilt es, eine separate Karte zu erwerben.